Hey Jumba, willkommen in Night City und in diesem Video. Es gab die Frage, wie man schnell an Kohle herankommen kann, und zwar, wenn man ganz neu in Night City ist. Ja, und ich habe mir gedacht, okay, da gibt es einen Weg, den ich dir hier zeigen kann. Er ist eine Abwandlung eines bereits bekannten Weges, nur mit anderen Mitteln, um es mal so zu sagen. Also erstmal die Ausgangssituation. Ich habe hier ein Level 3, wie der Street Cred 2 hat, also nichts Besonderes. Ganz am Anfang, der Typ wurde quasi gerade erst von Dex rausgeschmissen, hatten ein paar NCPD-Teile gemacht, um an Kohle zu kommen, denn das ist das allererste, was du machen musst. Du musst auf jeden Fall hier ein bisschen Kohle scheffeln. Du solltest hier mindestens, ich weiß nicht, 5, 6, 7.000 haben, damit du hier was auf der hohen Kante hast. Mehr ist natürlich besser, aber du musst es jetzt auch nicht übertreiben. Das ist deine Anfangsinvestition, die du brauchst, um dann richtig viel Kohle zu machen. Ja, wir befinden uns dann hier an Pinewood Junction in Kabuki. Ich mache mal eben gerade die Karte auf. Das ist hier. Hier wurdest du von Dex rausgeworfen, Kabuki Markt. Das heißt, du musst im Grunde einmal so entlang gehen und hier hinlaufen. Dieser Guide hier richtet sich vor allem an neue Leute. Also wenn die Veteranen jetzt denken, oh mein Gott, das weiß doch jeder. Ja, Leute, denkt bitte auch daran, hier sind auch Neu-Chums mit dabei. So, okay, also hier sind wir. Und jetzt müssen wir von hier aus da lang. Also dort ist der Schnellreiseterminal. Wir bewegen uns damit auf Kabuki Markt wieder zu und laufen ein bisschen weiter an der Stadtreinigung vorbei. Ja, und eben nicht. Ja, das hat mich jetzt irritiert hier, der Wagen. Denn genau diese Gasse ist es. Also Schnellreiseterminal hier lang, nicht an dem vorbei, sondern hier rein in diese Gasse. Und wenn du dann hier weiter entlang gehst, dann kommst du an diese Tür hier. Ist auch offen. Spielen Kinder. Okay. Und hier drin findest du ein Ripper Dog. Und dieser Ripper Dog, der hat etwas, was du auf jeden Fall brauchst. Der Typ hier ist auch Bestandteil einer Mission, die du hier machen kannst. Das ist ein Auftrag, aber den spoil ich jetzt hier nicht. Ich will nur sagen, dass du hier auch noch was tun kannst, wodurch du bei dem Typen hier günstigere Preise bekommst. Aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal uninteressant. Wir gehen rein, dann hier einmal auf Handeln und dann sehen wir hier nach einem Schema, was wir brauchen. Das Schema haben wir aber hier nicht. Und weil wir das nicht haben, müssen wir jetzt die Zeit etwas vorlaufen lassen. Da musst du rausgehen für 24 Stunden. Lassen wir mal verstreichen. Und jetzt gehen wir wieder rein. Und nochmal auf Handeln. Und dann schauen wir. Das ist nicht das Richtige. Das ist nicht das, was ich haben möchte. Nochmal. So, ich habe jetzt einige Tage vergehen lassen. Es hat jetzt echt lange gedauert, bis der endlich das Teil im Angebot hatte, was wir auf jeden Fall brauchen. Und das ist dieses Ding hier, Schema Zielanalyse. Das Ganze kostet 2250 Eddies, die wir jetzt gerne ausgeben, um dieses Schema zu bekommen. Ja, und jetzt gehen wir einmal hier raus. Und wir gehen nun zum nächsten Waffenhändler. Und das ist hier Kabuki Markt. Also einfach den Weg hier entlang gucken, ob kein Auto kommt. Hier sind wir auch schon. Hier müssen wir einmal die Treppe runter. Zacker. Da ist übrigens das Schnellreiseterminal. Ja, das Ende ist nah. Ja. So, und wir laufen dann hier zu dem Waffenladen, der ist nämlich hier, Gunorama, und hier kaufen wir uns dann gleich Zeug. Aber erstmal schauen wir mal hier rein, was wir haben. Wir haben unter Itemherstellung jetzt dieses Teil hier und das können wir bauen. Und dafür sind einmal 5 gewöhnliche Itemkomponenten, 5 ungewöhnliche Itemkomponenten und seltene Item-Komponenten nötig. Aber du kannst das jetzt nicht bauen, weil das Problem natürlich darin besteht, dass dir hier der erforderliche Vorteil fehlt, nämlich hohe Kunst. Also wahrscheinlich geht es dir so. Das heißt, du musst hier einmal unter technische Fähigkeiten, unter Itemherstellung dieses Teil hier anklicken. Jetzt habe ich jetzt gerade keine Vorteilspunkte, aber ich setze das gerade mal zurück.
Und dann kann ich mir hier hohe Kunst auf jeden Fall auswählen und dann kann ich seltene Items herstellen und das ist halt auch nötig für die Sache, die wir jetzt vorhaben. So, zurück. Hier ist die Zielanalyse und hier haben wir dann die Teile, die wir benötigen und dann bauen wir so ein Teil mal. So, wenn wir das Teil gebaut haben, können wir nun hier rein und können dieses Teil verkaufen und du siehst, dieses Teil wird dir 781 Credits bringen. So, 781 Credits und wir erinnern uns, wir brauchten davon 5 Teile, das sind 60, wir brauchten davon 5 Teile, Saka, das sind 30, also sind wir bei 90 und wir brauchten davon 5 Teile, das sind 20, also haben wir 110, die wir ausgeben und die 781, die wir daran verdienen. Das bedeutet, wir haben einen ordentlichen Profit bei der ganzen Sache. Und wie gesagt, das ist keine völlig neue Idee. Die gibt es im größeren Rahmen auch mit anderen Schema. Aber das hier kannst du ganz easy am Anfang machen und so auf deine erste Kohle kommen. Ich kaufe jetzt mal hier alles raus, was wir hier haben. Deshalb ist es gut, wenn wir ein bisschen Kohle haben. Ich habe jetzt mal alle Komponenten gekauft, die so da sind und jetzt können wir mal gucken, was wir hier bauen können. Wir machen hier Zielanalyse und jetzt baue ich immer weiter. Wichtig ist übrigens auch noch, hier habe ich Itemherstellung 5 und wenn ich jetzt baue, siehst du, gibt es keine XP darauf. Das liegt darin, dass ich hier bei Attributen technische Fähigkeiten auf 5 habe. Deshalb geht das auch nicht weiter hoch. Ich müsste also, um jetzt bei Itemherstellung auch Level 6 zu erreichen, hier eben auch bei den Attributen 6 Punkte drin haben. Das heißt also, musst halt ein bisschen gucken, wenn du deine technische Fähigkeiten ohnehin aufbauen möchtest, dann solltest du halt immer mal wieder schauen, dass du Attributspunkte reinpackst, damit du halt auch von den XP bei der Itemherstellung profitierst, damit das halt nicht ins Leere läuft. So. Wir gehen jetzt einmal zurück und verkaufen jetzt hier bei dem Typen unsere ganzen Teile, die wir jetzt hier haben. Wie gesagt, das sind eine ganze Menge jetzt. Ja, und die kannst du halt verkaufen. Und du siehst, wie schnell du den hier komplett leer kaufst. Ich würde dir empfehlen, statt jetzt rauszulaufen und hier Zeit vergehen zu lassen, um wieder reinzurennen, direkt zu einer Dropbox zu laufen. Hier ist nämlich direkt eine in der Nähe. Hier durch. Hier kannst du nämlich einfach vor der Dropbox immer die Zeit vergehen lassen. Ist ein bisschen einfacher. So, nehmen wir das hier auch. Zacker, und wie du siehst, geht das super easy. Und jetzt machst du hier auf Warten 24 Stunden. Zacker, wieder rein und dann kannst du hier wieder die Teile verkaufen. So. Ja, Sprengstoffanalyse kann auch weg. So, und dann siehst du, ist von der Kohle auf jeden Fall schon ordentlich rumgegangen. Und jetzt laufen wir halt wieder zurück zu dem Waffentypen. Und kaufen uns hier wieder die Komponenten zusammen, die wir brauchen. Ich würde sagen, kauf immer alle Komponenten, die du generell brauchst. Also nicht nur die, die du aktuell brauchst. Also in dem Fall bräuchten wir ja nur diese hier. Sondern kauf immer direkt alles. Vielleicht ist es sogar besser, hier vor dem Waffengeschäft das immer zu machen, weil du ja immer wieder die Komponenten brauchst. Aber da kannst du ja gucken, wie es dir am einfachsten ist. An der Dropbox kann man halt am unkompliziertesten die Zeit vergehen lassen. Hier hat man dafür dann immer die Komponenten, die man dann auch gleich kaufen kann, wenn man die Zeit vorspult. Also hat alles sein Für und Wider. Wie gesagt, schaust du mal, wie es für dich am besten ist. Aber ich denke, das Prinzip ist klar. Wie das Ganze hier easy peasy funktioniert, wie du in Night City ganz schnell und ohne Probleme an Kohle kommst und zwar ohne, dass du jetzt irgendwie große Aktionen machen musst. So, also, du siehst also, du hast jetzt hier 83.437 Eddies. Wir haben angefangen mit 12.000 Parts zu quetschen, also 70.000 Eddies gemacht und das Ganze sehr schnell. Du hast dich hier nur in der Nähe von Kabuki-Markt ein bisschen bewegt, damit du halt alles Nötige besorgen kannst und kannst so auf diese Art und Weise richtig schnell Kohle machen. Ja, Tschum, das soll es auch schon gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal in Night City.